Hallo meine Lieben, unterwegs in Namen der Grillkota. Wir fahren auf oder nach Kempten zur, wie heißt sie? Allgäuer Festwoche, weil da ist der Hersteller von der Grillkota vertreten, wo wir gekauft haben. Ja, da werden wir noch ein bisschen quatschen, uns die Grillkota mal noch komplett anschauen. Und ja, 10 Tage sind oder 9 Tage sind sehr lang. Dann könnt ihr sie auch mal komplett sehen. Und dann haben die wenigen, wo bis jetzt immer noch nicht den genauen Plan haben, was wir da überhaupt hinstellen möchten, die komplette Übersicht. Ich hoffe, das Bild war jetzt nicht zu verwackelt. Naja, wir sehen uns dann in Kempten wieder. So Leute, wir latschen jetzt einmal rein. Und hauptsächlich interessiert uns ja nur diese Grillkota. Sollte sonst was Interessantes vielleicht da sein im Bereich Grillen, werde ich die Cam zusätzlich auspacken. Aber ansonsten lasse ich die auch in der Tasche drin. Tja, dann wären wir schon mal da. Du hast eine kleine Änderung bei deiner Hütte. Das Dach ist länger und läuft ein bisschen spitz jetzt. Ah ja, okay. Das ist eine Hütte für den österreichischen Markt. Da sind die Dächer ein bisschen flacher. Ansonsten ist alles identisch und gleich. Okay. Das war gerade der Jörg im Hintergrund. Den sehen wir nachher noch vor der Cam. Sehr geil. Also die Fenster sind dann wahlweise, kann man an jede x-beliebige Seite montieren. Einzige ist halt bei Kies und Schotter, du bist am weitestgehend in der Grafen. Bei Beton oder bei Handelfesten. Ja, so wird die Grillanlage aussehen. Sehr cool ist auch alles, was ist nahe. Ja, cool. Hat schon was. Also wie gesagt, das Dach wird bei uns etwas spitzer sein. Und Platz hat man hier wirklich massig. Obwohl es von außen relativ klein aussieht, aber wenn man drin hockt. Ja, 12 zum Essen, 15 zum Saufen. Okay. Tische haben wir auch etwas andere. Da haben wir die abgerundete Version. Oben haben wir dann noch einen schönen Holzkranz. Also, ja. Gut. So Jörg, komm mal her. Ja, servus. Jetzt erzähl uns doch mal den Unterschied zwischen dieser Grillkota und diesen günstigen Grillkotas, wo man aus dem Osten bekommt. Ja, also die Unterschiede sind vielfältig. Von A bis Z im Detail ist wirklich alles unterschiedlich. Welches Holz, welche Wandstärken, welche Dacheindeckung, welche Schraubenmaterial, welche Fenster, welche Zusatzleistung. Dreh- und Angelpunkt ist immer die Grillanlage als solches. Die muss rauchfrei sein, weil wenn im kleinen Raum Rauch austritt, dann ist nach 10 Minuten jede Party zu Ende. Und damit mit der Grillanlage können wir gewährleisten, dass das nicht so ist. Das ist die einzige Grillanlage am Markt, die reinweg für eine Grillkota entworfen worden ist, in einer Exklusivausführung. Die gibt es nur bei uns. Okay. Unterschiede, sag ich mal, grob beim Holz. Polarkiefer ist ein Unterschied zwischen gegenüber nordische Hölzer, wie es im Internet steht. Mache ich mir immer einen Scherz raus, nordisches Holz. Wenn ich von Ägypten nach Norden gucke, liegt Malta auch im Norden. Okay. Also ist das überhaupt gar keine Qualitätsaussage. Polarholz ist aber, wie der Name schon sagt, im Polarkreis gewachsen. Durch die hohen Temperaturunterschiede wächst das Holz deutlich feinfasriger, stärker und stabiler zusammen. Wird bis zu 7 Jahre am Baumstamm Luft getrocknet, bevor sie überhaupt verarbeitet wird zu unserer Bohle. Okay. Geht hier in Deutschland nochmal in die Kammertrocknung mit rein. Wir kommen hier so auf 10-12% Restfeuchtigkeit. Da verdreht und verwirft sich auch nichts mehr. Außerdem die Holzanbauteile, Dachüberstand im Außenbereich, das Dach auf Dachsystem, wo der Abzug rauskommt, das Vordach über der Tür, wird bei den Importmodellen generell aus Spanplatte und Sperrhölzern gefertigt. Aha. Spanplatte und Sperrhölzer im Außenbereich, bisschen Feuchtigkeit ziehen, hast du sofort Schimmel drinne oder die Hütte oder Dachelemente werden instabil. Okay. Das wäre so zum Holz. Dacheindeckung. Dachpappe kennt jeder, wird steinhart durch die Verschweißung, durch die Sonneneinstrahlung. Sommer, Winter. Sag mal da, ich möchte meinen Arm auf deine Schulter abschützen. Das ist meine kranke Schulter, da machst du gar nichts. Haut die mir einfach ab. Ja, ne?
Dachpappe neigt dazu, halt Haarrisse zu bekommen und da tritt dann die Feuchtigkeit rein. Hast du unterm Dach die Feuchtigkeit, hast du auch dann irgendwann Schimmelbildung oder ähnliches drin. Bei unseren Betonschindeln, die werden von Kerabit aus Finnland hergestellt, werden für die Wohnhäuser konzipiert, die halten Jahrzehnte lang und die sind aus Glasfiber hergestellt. Okay. Das heißt, sie werden nicht so hart wie Dachpappe als solches, sondern die bleiben immer flexibel. Selbst wenn das Holz darunter mal ein bisschen arbeitet, das dehnt und spannt die Dacheindeckung aus. Okay. Schraubenmaterial, Premiumware von Würth, das ist jetzt so ein kleiner Teil, aber die meisten Leute kotzen. Darf man das überhaupt sagen? Ja. Die meisten Leute kotzen beim Aufbau ab, wenn du im Dachbereich die Schrauben setzt, mit einem Akkubohrer über den Kopf arbeitest und ihr bohrt der Bit durch, die Schraube bricht ab oder sonstiges. Ja. Das hast du halt bei Würth gar nicht. Überall in den Fenstern und in der Tür ist eine Gummidichtung eingefräst. Muss man nicht unbedingt haben bei unserer Hütte, aber es ist eher eine Sicherheitsvorkehrung, so wenn die Hütte 10, 12, 15, 20 Jahre steht. Jedes Holz arbeitet, Fenstertür ist immer ein Angriffspunkt und später bleibt dann nur möglich, mit Tisamoll oder ähnliches zu arbeiten. Bloß das dann, ja? Da hat er mir ja schon diesen Dichtungssatz direkt mit draufgehauen. Genau. Wir haben die Hütte so angeboten, wie wir das für sinnvoll halten, aus unserer Erfahrung heraus. Als Griller natürlich alles an Grillzubehör dabei, was wir derzeit bieten, ne? Damit man dann einfach Spaß dran hat. Damit man nicht später sagt, Mensch, wäre schön, hätte ich eine Tischplatte, könnte ich Skat spielen oder Schafkopf, ne, dass die dann nachher nachgeliefert wird. Deswegen ist sie von Anfang an gleich dabei. Und da heißt das auch die Tür- und Fensterdichtung, ne, damit man jederzeit immer auf der sicheren Seite ist. Und das sind so Sachen, die bietet kein anderer. Ja, also das Angebot, was er mir gemacht hat, einfach top, ich habe es sofort angenommen. Hat keine Stunde gedauert. Ja. Doch, also mit der Hütte werdet ihr generationsübergreifend Spaß haben, ihr könnt die nutzen und das Tolle an der Hütte selber, und das werdet ihr ja bei den ersten Nutzungen auch sofort merken, das tolle Grillfeeling und durch die Bauart im runden Kreis sitzen. Mhm. Man hat eine ganz offene, vernünftige Kommunikation hier drinnen, anders wie beim Gartenmarkt oder Baumarkthaus, rechteckig, Tisch rein, vier Leute und das war's. Hier sitzt du mit 12 Leuten zum Essen und mit 15 Leuten zum Saufen. Ja. Und bei einer guten Hüttenparty sind so zwei Leute immer zum Schiffen und kannst auch mit 18 Leuten sitzen. Oder man stapelt sich. Ja, ist so. Ne? Ihr kommt, kannst ja auch sehen, noch erweitern. Zum Beispiel im Eingangsbereich. Du kannst hier zum Beispiel auch eine Planke rübersetzen. Oder ich habe zum Beispiel zwei Bierkisten, wo ich die Planke drüber. Dann können hier auch noch zwei Leute mehr Platz finden. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ne? Also man entwickelt sich ja dann in der Hütte. Diese Platte, da habe ich die auch dabei? Ja. Das ist die Grillplatte mit der Schwenkvorrichtung, eine Muriaka, die ist von sich aus immer sehr dünn, das heißt, sie wird auch sehr schnell heiß. Ne? Kann man dann alles machen, auch das ganze Grünzeug und Gedöns, was man auf dem Grillrost halt nicht schafft als solches. Und fantastisch Rumsteaks mitmachen. Die Halterung als solches kann man zweckentfremden, so wie ihr seht, es ist ein stabiler Ring drum. Könnt ihr eine Wokpfanne oder ähnliches mit aufsetzen, könnt ihr einen chinesischen Themenabend oder ähnliches machen. Wir haben hier noch als weiteres Zubehör, jetzt nicht ganz zusammengebaut, einen elektrischen Drehspieß. Da bekommt ihr hier zwei Halterungen ran, hier ist der Drehmotor und dann kannst du deine Sau aufspießen, kannst Hähnchen machen, Burgunderschinken braten oder ähnliches. Kannst aber auch einen großen Spieß machen, tranchierst du hier runter und gibst die gerechte Reihe um weiter. Sehr geil. Weiteres Zubehör beim Grill ist der Spießehalter, ebenfalls mit einer Vorrichtung, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Hier werden die Spieße mit draufgelegt und dann kannst halt die Spieße machen als solches, genauso wie hier auch. Du gibst die Sachen nachher reihum und jeder hat dann sein Menü auf dem Teller. Natürlich
kann man hier auch wie beim Raclette und Fondue sitzen. Das heißt, jeder kriegt seine Sachen, jeder macht selber seine Sachen zurecht. Bloß das wird, wenn 15 Leute in der Hütte sitzen, ja, klar. Sehr wuselig. Genauso hängt man natürlich nicht alle Grillspieße und sonstiges zusammen auf, dann kommt zu wenig Hitze an. Man entscheidet eigentlich vorher, wie grillt man, was grillt man. Ne? Und dann bereitet man dementsprechend die Grillanlage vor. Das mit den Lichterstreifen hier rum, ja. Reicht es an Beleuchtung in der Hütte oder ist das sehr dunkel dann? Nee. Das reicht. Oh Mensch. Also das reicht dicke. Ich empfehle zwei Lichtschläuche hier rein zu tun, so wie hier. Nach hinten weg ein weißer Lichtschlauch und nach vorne hinten gelben. Dann habt ihr eine ganz tolle indirekte Beleuchtung hier drin und das reicht vollkommen aus. Ich habe am Abzug selber habe ich noch ein Knicklicht dran, wenn ich jetzt mal ein geiles Steak rauflege, ne, was ich jetzt dann nicht beim Landschlachter oder sonstiges gekauft habe, sondern so, Werbung will ich nicht machen, aber richtig gutes. Dann habe ich noch eine Lichtquelle, damit ich das Steak dann auch ein bisschen beobachten kann. So, und das war's. Okay. So als Tipp, den ich noch mitgeben kann, ihr könnt unter den Sitzbänken noch ein oder zwei Heizstrahler mit einbauen. Wenn ihr die Hütte jetzt nicht zum Grillen nutzt, sondern mit der Tischplatte zum Beispiel zum Skatspielen, zum Kaffeekränzchen, zum Sonntagmorgensbrunch, dann habt ihr ja keine Wärmequelle hier drin. Dann könnt ihr mit den Heizstrahlern genug Wärme hier reinbekommen. Okay. Ne, bei meiner Lütten zum Beispiel, die macht ja Kindergeburtstage, hat im Dezember Geburtstag. Wenn hier 10 Kinder sind, dann mache ich den Grill nicht an. Aber die können hier sonst machen, was sie wollen. Besser wie in der Stube zu Hause. Gibt dann mehr Stress mit der Maus. Ja, wie gesagt, 9 bis 10 Tage noch. Dann haben wir den Bausatz daheim stehen. Wir werden dann natürlich erst einmal komplett streichen. Mein Schatz hat das nächste Detail schon aufgedeckt. Genau, aber halt durch das Hochklappen als solches kommst du halt diese 20 cm dichter ran. Oder mit 60 cm Breite kannst du auch drauf schlafen. Ne? Bequem ist aber was anderes. Aber meine Lütte macht ja auch Pyjama-Partys. Das gibt es so bei Ikea, so 60 cm Rollmatratzen. Die passen hier fast genau rein. Oder wenn mal mehr Besuch ist, die Grillanlage kannst du auch millimetergenau durch die Tür rausbekommen. Okay. Ne? Die muss aber halt, die muss dann einmal sauber gemacht werden und die musst du quer nehmen. Okay. Weil du sitzt ja, wie ich sagte, eigentlich wie beim Raclette und Fondue. Du kannst die Grillanlage auch mit auf die Terrasse nehmen. Ne? Und da können sich die Leute dann selber die Sachen zurecht machen, wie sie mögen. Also die Holzkrüge sind wahrscheinlich mehr zur Zierde gedacht, gehe ich mal davon aus. Die sind wichtig. Die sind wichtig? Ja, also direkt raus trinken kannst du nicht, weil das unbehandelte Birke ist. Aha. Aber Flasche, Glas, Dose oder ein Einsatz rein macht Sinn. Dann kannst du den Krug auch hier abstellen. Beim Glas, durch die Hitze, durch die Strahlungshitze vom Grill, kannst du das Bier gar nicht so schnell saufen, dass warm wird. Ne? Und das massive Birkenholz hält einfach die Temperatur. Ne? Und sieht halt so urig aus, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Humpen anguckt. Also das macht ja auch ein bisschen was her. Ne? So, ein bisschen Deko dabei, klar. Ich sag mal, wichtigste Utensil, das Deko-Handy, das habe ich getarnt als Flaschenöffner. Ne? Ihr habt hier, wo sind denn die ganzen Sachen, so wie hier, ein Gästebuch. Ne? Da können sich die Leute ein bisschen eintragen, was Witziges reinschreiben. Ja, cool. Ne? Eine Holzwanduhr im anderen Eck, ne? Alles so ein bisschen abgestimmt. Ne? Natürlich darf so ein finnisches Fischmesser nicht fehlen, ne, für einen Flammenlachs, also dass man den schön abziehen kann, ist aber auch sauscharf, also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Das gehört alles so in dieses Paket mit rein. Ne. So, ich sag mal, die Teller hier, ja, da ist so zweimal vorn, dann können die Kinder Frisbee damit spielen. Das ist unbehandeltes Holz, ne, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ja. Da habe ich schon eventuell eine Idee. Ja. Ja. Dann schauen wir uns die Krikota noch mal von außen genau an. Ja, aber. Ich freue mich. Da gibt es kein Aber.
Ich freue mich jetzt noch viel mehr, bis die da ist und steht. Ja, genau, ganz wichtig. Die Minibar. Ne? Das große Geheimfach über der Tür. Der komplette Vorraum. Wer abzählt, da passen 33 Flensburger Pilsner rein. Natürlich auch ein bisschen Schnaps. Die Mädels kommen schwer ran, ist ein bisschen hoch. Ne? Also Geheimfach für die Männer. Passt. Gut, jetzt wissen wir Bescheid. Und jetzt wisst auch ihr Bescheid, warum ich mich im Endeffekt doch für die bessere Grillquote entschieden habe. Ich danke dir für die Info. Gerne. Hat mich wirklich gefreut, dich jetzt heute mal selber kennenzulernen. Schön. Geil. Ja, ich freue mich auch tierisch. War richtig aufgeregt. Alles klar. Ich danke dir. Tschüss. Wir sehen uns. Ich hoffe, du kommst mal zu Besuch. Ja, auf alle Fälle. Alles klar. Versprochen und zugesagt. Und dann zeigst du den Azubi mal ein bisschen was vom Grillen. So ungefähr, ja. Doch, schön. Hat mich gefreut. 19. 20. August wird angeliefert. Und dann bekommt ihr ja die Videos bei YouTube, zieht sie euch rein und nachmachen. Ganz genau. Sogar die Blumenkästen haben wir dabei. Saunafass hätten sie auch, aber nee. Sauna brauche ich jetzt wirklich nicht. Guck, da ist ein Glas da unten. Da ist die Hände hochgebunden. Mit der Rabierflasche. Das war richtig. Mein Bier nehme ich drauf. So eine Ente. Aha, jetzt war sogar noch was für die Autosfans dabei. So Freunde, wir sind wieder auf dem Rückweg zum Auto. Ja, Lichtverhältnisse. Und ja, das Wichtige war die Grillquota. Es waren zwar ein paar klitzekleinigkeiten noch da, wo man hätte vielleicht filmen können, aber nee, das war nicht so wichtig. Gut. Dann machen wir jetzt uns auf den Nachhauseweg. So Freunde, wieder zu Hause angekommen und jetzt wisst ihr ganz genau, für was dieses Gestell da ist. Dieser Grundriss, ne? So sieht man mich besser. Ja, so ziemlich der große Unterschied oder der einzige große Unterschied von der Grillquota war eben das. Das ein Nicht-Lachen, ein österreichisches Modell war, wo das Dach etwas niedriger gehalten wurde. Ja, fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum, aber es ist tatsächlich so. Ja, vielleicht dürfen die nicht so hoch bauen. Okay Leute, das war's mit diesem Video, der Grill-Junkie unterwegs und wir sehen uns. Morgen oder übermorgen, wenn der Schotter kommt. Wenn er übermorgen kommt, mache ich morgen Pause. Punkt. Also, ciao.